Hallo Mama. Hallo Papa. Ach, hallo Sarafina. Ich habe wieder was Tolles bei Tiki-Toki. Ach, mein Umhang. Ja, dein Umhang. Deine Tasche. Der Umhang, da hoffe ich schon seit Jahren, dass sich den die Motten mal schnappen. Ja, und wie war die Schule so? Ja, war in Ordnung. Ich würde euch eigentlich nur was mitteilen. Ich bekomme heute Besuch. Du bekommst Besuch? Du meinst vom Nachhilfelehrer? Nein, nicht vom Nachhilfelehrer. Ich hatte gestern Nachhilfe. Hat er dich nicht von der Schule abgeholt heute? Besuch? Ach, ja, ja. Ja, gut, du kriegst Besuch. Gut. Ja, schön. Ja, also wie gesagt, wir gehen dann in mein Zimmer die ganze Zeit. Und seid bitte einfach nicht peinlich. Lass uns am besten einfach in Ruhe. Tut so, als wärt ihr nicht da. Sarafina, ich peinlich? Niemals. Ich bin niemals peinlich. Du weißt, dein Vater und ich sind neuerdings auf E-Rollern unterwegs. Wir sind so... Ja. Genau, so was meine ich. Topmodern! Topmodern. Ja, lass das einfach sein. Seid einfach hier und seid leise, okay? Also, wir beide peinlich? Wir sind doch nicht peinlich. Ich meine, kennst du sonst so moderne Leute wie wir? Und Schatz, weißt du was? Was denn? Sie kriegt ja Besuch. Ich gehe mal in die Küche und gehe was zubereiten. Ach, gut. Ach, wie nett von dir. Ja, oder? Boah, ich hoffe, meine Eltern sind da nicht so peinlich, ey. Und ich hoffe auch, dass die Pizza bald ankommt, weil ich habe mega Hunger. Ich habe heute in der Schule gar nichts gegessen. Das Mittagessen war wieder richtig... Boah. Ach, Mann. Das ist meine 8. Bestellung. Ich kann langsam nicht mehr. Und meine Schweißbänder darf ich auch nicht tragen. 3 Pizzen, na gut. Ich hoffe, das ist jetzt die letzte Bestellung. Albrecht, der Besuch ist da. Gastgeschenke? Ja, kommen Sie mit rein. Ja, gut. Kommen Sie mit rein in die gute Stube. Ach, ich freue mich immer so über Besuch. Komm, setzen Sie sich. Und das mit der Pizza wäre nicht nötig gewesen. Sarafina ist doch in Ihrem Zimmer, aber Sie brauchen doch nicht so viele Gastgeschenke mitbringen. Die Pizza, das ist doch dieses moderne Brot, wo so Tomate und so drauf ist, und, oder? Haben Sie damit schon Karneval, oder? Finde ich ganz toll. Und mein Mann bereitet gerade auch noch weitere Speisen zu. Wir können gleich alle gemütlich zusammen essen. Also. Ich meine, gut. Ich hatte schon Lust auf eine Pizza. Ist das echtes Gold? Das ist echtes Gold, Madame. Mit sind das Diamanten? Das sind Sie Diamanten. Sehen ja, also, ich kenne mich sehr gut mit Diamanten. Ja, ich merke, Sie tragen auch gerne Gold. Super. Aber ja, ich hatte eigentlich schon Hunger, aber... Sind Sie denn bei Sarafina mit Sarafina in einer Klasse, oder? Woher kennen Sie sich? Sarafina? Unsere Tochter, Sarafina, mit der Sie verabredet sind? Ich glaube, Sie sind einfach noch ein bisschen überwältigt davon, dass Sie uns hier heute kennenlernen. Na, wir sind ja auch eine besondere Familie. Ich werde mal kurz schon in die Küche gehen. Ja, gut. Albrecht! Gut, haben wir schon Fasching? Haben wir schon Karneval? Ich wollte doch einfach nur bezahlt werden für meine 3 Pizzen. Aber gut, Hunger habe ich eigentlich schon. Hier, Pizzen? Der Freund von Sarafina, der hat Pizza mitgebracht. Ja, Schatz, ich merke schon Pizza. Ich weiß, dass Pizza ist. Hat der Freund von Sarafina mitgebracht? Ja. Pizza kennst du ja. Ja, kenne ich das moderne. Kennen wir ja. Wir modernen Leute kennen das. Das ist das moderne Brot. Aber weißt du was, Schatz? Ich bereite noch mehr Snacks vor. Kümmer du dich so lange um den netten jungen Mann. Wie war sein Name? Oh, habe ich noch gar nicht gefragt. Ja, frag das doch mal. Frag doch mal, wie er heißt. So, da bin ich wieder. Ja. Ich habe noch gar nicht gefragt, wie heißen Sie denn überhaupt? Ich bin die Elise. Ich bin der Paul. Ach, Paul, ja. Schön. Wollen wir du oder sie sagen? Was ist dir ihnen lieber? Sie können mich ruhig duzen. Okay. Was ist dir denn, was sind denn so deine Hobbys, Paul? Meine Hobbys sind tatsächlich, ich treibe gerne Sport. Danke, Sie müssen wissen, ich gehe noch zur Schule. Also ich gehe noch zur Schule. Ja, ja, das weiß ich ja. Ja, gut, ja. Ich nehme an, daher kennt er Herr Sarafina. Ich meine, woher sollte er... Ja, Sport mache ich auf jeden Fall. Und dann, ich bin noch Pizzabote tatsächlich. Ich arbeite noch nebenbei in der Pizzeria. Deswegen haben Sie uns die Pizza mitgebracht. Genau, deswegen sind die Pizza hier. Ja, super nett von Ihnen. Ja, das. Ich freue mich schon so. Ich habe das noch nie probiert. Also ich werde das heute auf jeden Fall mal probieren. Ich habe davon schon viel gehört. Das soll ja richtig, richtig lecker sein. Ja, wir haben einen Job, wenn jemand Pizza bestellt, dass ich Pizza dann vorbeibringe. Aber gut. Und in der Schule, wie läuft es da so bei Ihnen? Ja, läuft ganz gut. Also bei dir meine ich. Genau. Ja. In der Schule läuft es ganz Paul. Gut. Meine Noten sind eigentlich einigermaßen okay. Ich bin ein Spitzensportler, deswegen mögen mich die meisten. Und ich bin sehr beliebt in der Schule. Ich habe auch... Ja. Sie sind ja auch nett. Also du bist ja auch nett, Paul. Ja, oder? Welche? Also Pizza, da gibt es ja so verschiedene Sorten. Welche Pizzasorte essen? Also isst du denn am liebsten, Paul? Ich esse am liebsten Margarita. Pizza Margarita. Margarita? Ist das nicht eine Blume? Margarite? 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 Das weiß ich gar nicht. Ach, diese Pizza, dieses neumodische Gericht, also... Gut, kriege ich dann jetzt meine Bezahlung für die 3 Pizzen? Also anscheinend ist er doch nicht so
so wohlhabend. Warum will er denn jetzt von mir Geld haben? 20,99 macht das. 3 Pizzen. Guter Witz, Paul. Ich mag deinen Humor. Ich weiß, warum Serafina dich so nett findet. Dass sie dich schon zu uns nach Hause eingeladen hat. Ach ja. Oh, wo bleibt denn jetzt eigentlich die blöde Pizza? Das dauert mir viel zu lange. Ich glaube, ich guck mal nach. Vielleicht wartet er ja vor der Tür oder sowas. Oder meine Eltern haben die Pizza schon angenommen. Das kann ja auch sein. Okay, aber das macht trotzdem 20,99. Du musst langsam auch wieder los. 20,99? Ja. Paul, Mama? Dein Humor ist wirklich gut. Hallo, Serafina, ich habe ihn schon kennengelernt. Komm, setz dich. Das freut mich, dass Paul ist so nett. Also, ja, ich krieg immer noch 20,99. Nein, das ist kein Handschlag. Ich krieg 20,99 für die 3 Pizzen. Ich meine, ihr seid doch heute verabredet und er scheint sehr wohlhabend zu sein. Er hat eine Goldkette um. Ich weiß nicht, was das hier soll, aber ich krieg 20,99 für die 3 Pizzen, die bestellt wurden. Oh mein Gott, du bist der Pizzabote. Ja, ich bin der Pizzabote. Die Pizzen wurden schon ausgeliefert. Der Paul arbeitet in einer Pizzeria, hat er mir schon erzählt. Der macht gerne Sport, der arbeitet in einer Pizzeria. Der ist auch ganz gut in der Schule. Mutter. Ich finde das toll, dass ihr euch kennengelernt habt. Das ist nicht Paul ist so nett. Das ist nicht mein Besuch. Was ist denn dann? Ja, das der Pizzabote, Mutter! Das könnt ihr unter euch ausmachen. Ich möchte 20,99. Ich möchte wieder weggehen einfach. Oh, ich gehe schnell Geld holen. Ja, bitte. 20,99. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Was hab... Also... Ihn noch einen schönen Tag. Wer hat denn Pizza bestellt? Ihn noch einen schönen Tag. Ich weiß nicht. Es wurde hier Pizza bestellt. Was machen Sie da noch beim Sofa? 20,99. Entschuldigung nochmal wegen meiner Mutter und so. Ja, passt so, weil es so... peinlich war gerade. Und erzählen Sie am besten einfach niemandem, was hier passiert ist. Meine Familie ist ein bisschen seltsam. Also, gerne. Sie können gerne öfter bei uns bestellen. Passt so. Tschüss. Tschüss. Oh, wie unangenehm war das? Denn jetzt hat meine Mutter die ganze Zeit den Pizzaboten vollgelabert. Ich muss ganz dringend dafür sorgen, dass sie meinen Besuch nicht kennenlernen. Das war so peinlich. Wirklich jetzt. Woher sollte ich das denn wissen? Einfach mal nachfragen. Und wenn jemand mit Pizza vor der Tür steht, der Geld von dir haben will, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher. Also der Paul, der wollte erst kein Geld haben. Natürlich wollte der Geld haben. Also, du hast ihn einfach mal wieder nicht zu Wort kommen lassen, weil du einfach total pedantisch bist. Ich habe einfach gedacht, es sei ein Gastgeschenk. Ein Gastgeschenk, natürlich. Der bringt Pizza mit als Gastgeschenk. Oh, das ist doch nett. Es klingelt. Ich gehe an die Tür. Ich komm. Nein, du bleibst hier! Hallo! Ich freue mich endlich jetzt zu sehen. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Aber ich muss dir vorher noch was sagen. Meine Eltern sind extrem peinlich. Wirklich. Heute auch wieder ganz besonders schlimm. Du, ganz ehrlich, mach dir keine Sorgen. Du musst mal meine Eltern sehen, glaub mir. Peinlicher geht's gar nicht. Nein, peinlicher als meine Eltern geht nicht. Wirklich nicht. Aber sag mal, warum trägst du eigentlich eine Krone? Ist das eine Deko-Krone oder? Ja, das werde ich dir gleich noch erzählen, aber komm am besten erstmal rein. Okay. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Gut. Hallo Mama! Das ist Alessandra. Hallo, Alessandra. Ich bin die Alessandra. Freut mich, sie kennenzulernen. Ja. Setz dich gerne. Das ist Danke. Meine Mama. Ja. Ich bin Elise. Hallo Elise. Freut mich sehr, sie kennenzulernen. Alessandra, kennen wir uns? Irgendwie... Nee, nicht, dass ich wüsste. Haben wir uns nicht schon mal irgendwo gesehen? Warum kommt mir Alessandra so bekannt vor? Oh nein, jetzt wird mir einiges klar. Deshalb trägt sie auch eine Krone. Wahrscheinlich ist Serafinas Familie auch adelig, so wie meine. Und, oh nein, ich hoffe einfach, dass unsere Eltern sich nicht kennen. Vielleicht haben wir uns ja schon mal bei einer Feier oder sowas getroffen. Ich hoffe einfach nur, dass das nicht aufliegt. Also, wir gehen dann, glaube ich, einfach mal in mein Zimmer, würde ich sagen. Serafina, Schatz, kannst du mir einmal hier in der Küche helfen? Hilfst du bitte deinem Vater, Serafina? Serafina, bitte kommst du jetzt mal! Kann ich dich ganz kurz hier alleine lassen? Serafina, Schatz, jetzt ja, komm doch mal! Kein Problem. Meine Mutter ist nett, aber manchmal ein bisschen unangenehm, kein Problem. Wenn du was nicht sagst. Serafina, geh bitte! Ruhig. Ich bin doch nicht unangenehm. Ich bin super modern. Also, Alessandra, dann erzähl doch mal, du wohnst auch hier in der Nähe, oder... Ja, genau. Ich wohne, beziehungsweise wir wohnen in der Nähe von der Sparrenburg. Die Sparrenburg? Ja. Jetzt weiß ich, woher ich dich kenne. Wir wollten doch die Sparrenburg kaufen und deiner Familie gehört die Sparrenburg, richtig? Ja, aber wir müssen das jetzt nicht so an die große Glocke hängen. Ihr seid doch auch königlich und warum trägst du denn keine Krone? Bitte, bitte verraten Sie das niemandem. Das ist jetzt auch echt ein ungünstiger Zeitpunkt. Die Serafina soll das nicht wissen, bitte.
Möchtest du etwa auch geheim halten, dass du eine Prinzessin bist? Ja, ich möchte einfach normal sein. Die Jugend von heute. Alles klar, ich bin ganz entspannt. Ich werde nichts sagen. Warte einfach den richtigen Zeitpunkt ab, wenn du es Serafina sagen willst, wenn du bereit dazu bist. Ja. Hallo. Na, worüber habt ihr geredet? Gar nichts. Über das Wetter. Genau, über das Wetter. Haben über dieses wunderschöne Wetter heute im Bielefeld. Ja, ganz großartig. Genau. Weißt du was, Alice, wir gehen jetzt einfach in mein Zimmer, ja? Okay. Viel Spaß. So, Schatz, ich bin jetzt auch fertig. Aber sag mal, wo sind denn jetzt Serafina und der junge Mann? Ach, lange Geschichte. Das war der Pizzabote und naja, eigentlich jetzt ist eine andere Freundin von Serafina da, aber du kannst mir das ruhig geben. Ich hab das gerne. Hab ich jetzt Serafinas Freundin verpasst? Die beiden sind in ihrem Zimmer, aber lass die Jugendlichen. Stell dir vor, du kommst von der Schule nach Hause und hast eine richtig schlechte Note geschrieben. Zitane! Was? Gehst du bitte wieder raus und machst die Szene vernünftig? Das ist ein TikTok-Trend. Ja, gehst du bitte wieder raus und machst einfach nur deine Szene? Mom! Sorry. Ich musste niesen, sorry. Tut mir leid. Alles gut, ich bin gerade nicht richtig reingekommen. Das war nicht geplant. Action! Emma. Ich hab's schon gehört. Freunde, ich möchte einfach nur die Folge rumkriegen. Du Serafina, fass meine Krone nicht an. Doch! Gib mir deine Krone, Mutter. Wenn jemand deine Krone hat, ist es nicht. Das ist der Pizza-Dance, guck mal. Ey, dein Kopf sah gerade aus, als wäre der gar nicht an dir befestigt. Pizza, das ist doch dieses moderne Brot. Ach Mensch, das ist so nett. Albrecht, kommst du mal? Was für Hunger, denkst du, isst sie selber jetzt oder was? Warum bist du so? Warum bist du so? Wann ist der Pizzabude hier die Pizza bei uns? Ich hab Hunger. Paul, hättest du mal in der Schule besser aufgepasst. Aber das ist dieses... dieses moderne Brot. Kannst du das bitte ohne Lachen sagen? Ja, ich sehe schon Pizza. Albrecht, das ist Pizza, das ist dieses moderne Brot. Okay. Zusammenbruch. Okay, nochmal. Natürlich, ich meine, wir haben uns ganz nett unterhalten. Meine Mutter hat heute eine Stunde mit dem Pizzaboten gesprochen. Sorry. Ja, nochmal. Nee, ist gut, aber sag doch noch gerade. Warte einfach den richtigen Zeitpunkt ab, wenn du es Serafina sagen willst, wenn du bereit dazu bist. Ja. Danke. Serafinas Freundin verpasst? Die beiden sind in ihrem Zimmer, aber lass die Jugendlichen. Lass die Jugendlichen? Die haben bestimmt Hausaufgaben zu machen.